Eine Gruppe von Bergsteigern erklomm den Aladag in Konya, um auf die chinesische Tyrannei in Ostturkestan aufmerksam zu machen. Die Erklimmung des schneebedeckten Berges wurde realisiert durch die IHH, der Stadt Derbent und freiwilligen Rettungskräften. Die Spieler des Amasya Belediyespor zogen T-Shirts an mit einer uigurischen Flagge und dem Schriftzug »Schweig nicht zur Tyrannei«. Auch in Sakarya kam es zu Protesten von Nationalisten gegen China. Malaysia hat sich dazu entschlossen, dass mit chinesischen Baufirmen, unter anderem der China Communication Construction Co., geplanten Eisenbahnprojekt einzustellen. Das Wirtschaftsministerium Malaysias gibt als Grund die hohen Kosten von 20 Milliarden Dollar an. Der 42-jährige Jurist Quan Zhang, der durch die Verteidigung der verfolgten Falun Gong-Anhänger bekannt wurde, wird nun beschuldigt, die Staatsgewalt zerstören zu wollen. In den letzten Jahren steigen die Verurteilungen von Menschenrechtlern. Die meisten von 200 Juristen wurden wie Quan Zhang zu Haftstrafen oder zu Hausarrest verdonnert. Diese Art der Repressalien schreckt mögliche nachahmende Helfer effektiv ab. Das Weiße Haus hat die Konten Maduros in den USA eingefroren und diese dem Interimspräsidenten Juan Guaido übergeben. Dies wurde von der Federal Reserve bestätigt. Die Federal Reserve habe der Vorgabe der Regierung Folge geleistet und Guaido die Kontrolle über die Konten übergeben. Dmitri Peskov, Sprecher des russischen Außenministeriums, verkündete, dass bisher kein Kontakt zu Guaido hergestellt wurde, was auch in Zukunft nicht geplant sei, da man sich nicht in die Angelegenheiten Venezuelas einmischen wolle, um die Lage nicht zu verschlechtern. Die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit weist darauf hin, dass staatlich subventionierte Cyberangriffe zunehmen. China, Russland und der Iran sollen die stärksten Staaten bei der Wirtschaftsspionage sein. In diesem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass Cyberangriffe dieser Art nicht abnehmen werden.